Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Spanart. Dazu darf ich dieses Mal den Max begrüßen. Vielen Dank, Sebastian, und hallo. Mein Name ist Max Wollgarten und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Werkzeug- und Fertigungstechnik der RFH Köln. In der letzten Folge haben Sebastian und Roman euch das Thema Schneidstoffe und Beschichtungen näher gebracht. Heute wollen wir euch zeigen, wonach Drehwerkzeuge ausgewählt werden und was es dabei zu beachten gibt. In erster Linie hängt die Auswahl des geeigneten Werkzeugs von den Anforderungen des Werkstücks und der Maschine ab. Sprich, welche Konturen benötigt das fertige Bauteil? Welche Oberflächengüten? Welcher Werkstoff wird bearbeitet? Wie stabil ist das Bauteil? Wie stark die Antriebsleistung der Maschine und vieles mehr? Starten wir mit den Drehhaltern. Die Drehhalter sind nach ISO 5610 genormt, werden jedoch in der Praxis meist wegen der spezifischen Bauarten nach Werksnormen genormt. Bei der Bezeichnung lehnen sich die Hersteller jedoch soweit möglich an die ISO-Normen an. Aufgrund der Vielfalt von Drehhaltern gehen wir hier nur auf die Hauptmerkmale ein. Hier können wir erstmal in Außendrehhalter und Innendrehhalter unterscheiden. Außendrehhalter sind meist mit einem einfachen Vierkantschaft zum Einspannen versehen, jedoch auch mit anderen Spannsystemen je nach Hersteller erhältlich. Hierbei kann der Außendrehhalter von der Größe her den Maschinen- und Bauteilanforderungen entsprechend gewählt werden. Beim Innendrehhalter sieht das etwas anders aus. Hier ist man oft durch die Dimensionen des Bauteils in der Größe des Innendrehhalters beschränkt. Bei einem geforderten Innendurchmesser von 20 mm kann schlecht ein Innendrehhalter für einen Mindestdurchmesser von 30 mm verwendet werden. Dementsprechend hängt hierbei die Dimensionierung stark von den Bauteilanforderungen ab. Innendrehmeißel sind meist zylindrisch oder zylindrisch mit zwei Spannflächen, um eine maximale Stabilität und Steifigkeit zu erreichen. Manche Hersteller bieten diese aber auch mit modularen Spannsystemen an, wie Capto oder HSK. Die Halter gibt es jeweils in linker, rechter und teilweise auch neutraler Ausführung. Der neutrale Halter kann sowohl in die linke als auch in die rechte Richtung bearbeiten. Wenn der Halter mit der Schneide voran auf euch zukommt und nach rechts bearbeitet, ist es ein rechtsschneidender Halter. Beim linksschneidenden Halter ist es dementsprechend genau andersrum. Hauptsächlich gibt es die Halter mit drei verschiedenen Befestigungsarten. Beim Schraubspannsystem wird die Schneidplatte mit einer Schraube befestigt. Das ist einfach in der Herstellung, kompakt, aber die Schraube kann auch schnell mal verloren gehen. Beim Hebelspannsystem wird die Schneidplatte mit Hilfe eines umgelenkten Hebels gespannt. Das ist etwas komplexer in der Herstellung, jedoch sehr einfach in der Handhabung. Ebenfalls häufig kommt das Spannfingersystem zum Einsatz. Es gibt Ausführungen, die in die Schneidplattenbohrung greifen und andere, die auf der Schneidplattenoberfläche spannen. Hiermit können dann auch Schneidplatten ohne Mittelbohrung gespannt werden. In diesem Fall sollte hiermit jedoch nicht geschrubbt werden, da die Schneidplatte durch die hohen Kräfte aus der Befestigung gezogen werden kann. Für Innendrehhalter ist diese Art der Befestigung jedoch oftmals nicht kompakt genug. All diese Halter gibt es für die verschiedensten Schneidplattenpositionierungen. Sprich, ein und dieselbe Schneidplattenform kann je nach Anforderung optimal positioniert werden. Zum einen über den Neigungswinkel. Für sogenannte negative Schneidplatten ohne Freiwinkel oder bei der Bearbeitung mit Schnittunterbrechung werden negative Neigungswinkel verwendet. Bei positiven Schneidplatten wird ein neutraler oder positiver Neigungswinkel verwendet, je nachdem, welche Span- und Freiwinkel für die Bearbeitung sinnvoll sind. Zum anderen kann die Schneidplatte über Einstellwinkel optimal positioniert werden. So können Standzeiten, Ratterneigungen, Schnittkraftrichtungen und Freiheitsgrade der Schneidplatte positiv beeinflusst werden. Beispielsweise diese beiden Innendrehhalter bieten einmal einen Einstellwinkel von 93 Grad und einmal einen Einstellwinkel von 107,5 Grad. Bei dem Halter mit 93 Grad werden die Schnittkräfte hauptsächlich axial abgeführt, wodurch der Halter auch bei größeren Längen weniger abgedrängt wird. Dadurch kann dieser mit höheren Schnittkräften genutzt werden. Der Halter mit 107,5 Grad wird durch den Einstellwinkel stärker in eine Richtung abgedrängt. Daher müssen hierbei die Schnittkräfte reduziert werden. Jedoch ermöglicht es der größere Einstellwinkel, auch stirnseitig einen Freistich zu fertigen. Natürlich gibt es die Halter für viele verschiedene Schneidplattenformen und Größen. Diese sind nach ISO 1832 genormt und mittels Buchstaben und Zahlencode bezeichnet. Der Code schlüsselt sich wie folgt auf. Die erste Angabe bezeichnet die Grundform der Schneidplatte. Die Formen bieten je nach Anwendung ihre Vorteile. Manche sind stabiler, andere bieten mehr Freiheiten zum Konturdrehen und wieder andere sind Kompromisslösungen. Hier sehen wir die wichtigsten Schneidplattenformen zum Drehen. Form S ist sehr stabil und wird daher meist zum Schrubben verwendet. Für eine 90-Grad-Kehle ist die Form nicht geeignet,
da sie bei einem Einstellwinkel von 90 Grad mit der gesamten Nebenschneide im Eingriff wäre, was zum Rattern führt. Daher wird sie beim Schruppen mit einem Einstellwinkel bis 87 Grad eingesetzt, wobei an der Nebenschneide mindestens ein 3-Grad-Spalt frei bleibt. Sie findet aber auch aufgrund des 90-Grad-Winkels oft Anwendung beim manuellen Drehen einer 45-Grad-Phase. Form C ist die wohl am häufigsten eingesetzte Schneidplattenform und wird zum Schruppen sowie zum Schlichten von Konturen ohne Hinterschnitte verwendet. Form D ermöglicht das Schruppen und Schlichten von Konturen mit Hinterschnitt von bis zu 30 Grad. Mit dem richtigen Halter können jedoch auch steilere Hinterschnitte gefertigt werden. Form V wird meist nur verwendet, um Konturen mit Hinterschnitt von bis zu 50 Grad zu fertigen. Auch hier sind mit dem richtigen Halter steilere Hinterschnitte möglich. Form W ist genauso stabil wie Form C, bietet jedoch eine Schneidkante mehr pro Seite. Dasselbe gilt für Form T. Hier wird ein Hinterschnitt bis zu 27 Grad bei 3 Schneiden pro Seite ermöglicht. Die zweite Angabe definiert den Freiwinkel an der Schneidplatte. Bei den sogenannten negativen Wendeschneidplatten ist der Freiwinkel 0 Grad und wird lediglich durch die gekippte Positionierung am Halter definiert. Bei positiven Schneidplatten ist ein Freiwinkel vorhanden. Diese Schneidplatten können jedoch nicht gewendet werden. Hauptsächlich werden positive Schneidplatten beim Innendrehen verwendet. Hier muss wegen des Radiuses vom Innendurchmesser genug Platz zwischen Innenwand und der Freifläche der Schneidplatte sein, damit diese nicht an der Wandung reibt. Auch für scharfe Schneidplatten ist ein Freiwinkel oft unumgänglich. Die dritte Angabe definiert die Toleranzklasse der Schneidplatte für zwei Prüfmaße und die Plattendicke. Das ist besonders bei der Fertigung von engen Toleranzen und Passungen zu beachten. Die vierte Angabe definiert, ob und welche Form der Befestigungsbogen vorhanden ist. Das spielt eine Rolle, um den passenden Halter auszuwählen. Außerdem, ob eine Spanformer-Geometrie vorhanden ist und ob diese einseitig oder beidseitig vorliegt. Die fünfte Angabe definiert die Schneidplattengröße bzw. Schneidkantenlänge, jedoch nur symbolisch. Die genauen Abmaße müssen einer Tabelle entnommen werden. Die sechste Angabe definiert die Plattendicke, jedoch ebenfalls nur symbolisch. Auch hier muss man die genauen Werte einer Tabelle entnehmen. Die siebte Angabe definiert die Ausführung der Schneidenecke. Bei einem Schneideneckenradius von 0,8 mm wird dieser mit 0,8 angegeben. Falls eine Eckenphase vorliegt, werden statt der Ziffer Buchstaben für den Einstellwinkel der Schneide und den Freiwinkel der Phase angegeben. Angabe 8 und 9 erfolgen nur bei Bedarf. 8 bezieht sich auf die Schneidkante, ob diese scharf ist oder eine Schutzphase oder ein Schutzradius vorliegt. 9 bezieht sich auf die Schneidrichtung, ob die Schneide nur links, rechts oder links und rechts schneidend ist. Angabe 10 kann durch den Hersteller individuell belegt werden. Hier finden sich häufig Angaben zur möglichen Anwendung wie Schruppen oder Schlichten als auch Schneidstoffeigenschaften. Neben all diesen standardisierten Schneidplatten gibt es noch gewisse Werksnormen und Seminormen, die sich im Markt rauskristallisiert haben. Beispielsweise Wendeschneidplatten zum Gewindedrehen unterliegen keiner ISO-Norm. Hier haben sich jedoch gewisse Standardabmessungen herausgebildet und etabliert. Die üblichen Schneidplatten sind unter den Herstellern oft kompatibel. Ja, was es hier noch zu beachten gibt, ist der Unterschied zwischen Vollprofil-Schneidplatten und Teilprofil-Schneidplatten. Bei der Vollprofil-Schneidplatte wird der äußere Gewindedurchmesser mit der Schneidplatte direkt gefertigt. Das hat den Vorteil, dass die Oberfläche nach dem Gewindedrehen gradfrei und ebenfalls fertig bearbeitet ist. Jedoch wird hierbei für jede unterschiedliche Gewindesteigung eine extra Schneidplatte benötigt. Mit Teilprofil-Schneidplatten können verschiedene Steigungen gefertigt werden, es kann jedoch Probleme mit der Gradbildung geben. Vor allem, wenn die Schneidplatte bereits etwas stumpfer ist. Beim Thema Schneidplatten zum Stechen kocht so ziemlich jeder Hersteller sein eigenes Süppchen, weshalb es hier nur Werksnormen gibt. Dabei gibt es keine Garantie, dass Schneidplatte von Hersteller A auch auf die Halter von Hersteller B passt und umgekehrt. Generell sollte bei der Auswahl von Stech- und Abstechwerkzeugen immer versucht werden, das Werkzeug so kurz wie möglich zu halten. Außerdem sollte bei Abstechwerkzeugen eine möglichst schmale Stechplatte genutzt werden, um kein Material zu verschwenden. Zuletzt kommen wir noch zum Thema Profildrehwerkzeuge. Profildrehwerkzeuge kommen meist dann zum Einsatz, wenn dadurch eine komplexe Geometrie entweder schneller gefertigt werden kann oder die Maschine nicht in der Lage ist, diese zu fertigen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn mit einer manuellen Drehmaschine ein großer Radius gedreht werden soll. Hier kann der Radius direkt an das Werkzeug geschliffen werden, womit dann der Radius am Werkstück gefertigt wird. Auch bei der Massenteilfertigung kann mit einem Profildrehwerkzeug beispielsweise die Außenkontur mit einer Bewegung fertiggestellt werden. Dadurch können zusätzliche Werkzeuge und Werkzeugwechsel eingespart werden.
Ja, damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Folge von Spanart. Wir hoffen, es hat euch auch dieses Mal wieder gefallen. Bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal. Euer Team von Spanart. Ciao.